dabei sind bei Straßenstars. Schön, dass das Rasenteam dabei ist. Heute mit Jörg Thadeus, Bettina Tietjen und Henny Nachtsheim. Und der Gastgeber wie immer der wunderbare, großartige Roberto Cappelluni. Dankeschön. Dankeschön, Henny. Vielen Dank. Unsere drei Straßenstars stellen sich jetzt vor. Und ich wollte von den dreien unter anderem wissen, ob sie den Müll trennen, so wie man das macht, und ob sie schon mal im Internet eine Erotikseite aufgerufen haben. Was glauben Sie denn? Wie sieht das aus bei den dreien? Hier sind sie, Kerstin, Werner und Marita. Ich bin Chemietechnikerin bei einem Kfz-Zulieferer. Ich bin verheiratet. Ich koche ganz gerne. Motorradfahren, also ich fahre sehr gern mit. Ich bin ehrlich. Direkt, ein bisschen bessere, wisserisch. Dann bin ich so ein bisschen Deutschfreak. Ja, ich habe mal als Korrektorin 4 Jahre gearbeitet, das kriegt man nicht mehr los. Welche bekannten Leute dabei gewesen auch? Krass, ja. Den Butz zum Beispiel habe ich Korrektur gelesen. Rentner bin ich. Was hast du vorher gemacht? Elektromeister. Ich bin verwitwet. Ist eine neue Lebensgefährtin jetzt? Ja, ich baue Schiffsmodelle, zum Beispiel ein tauffähiges U-Boot, 1,80 Meter. Charter mir hin und wieder mal eine Motorjacht, Statist am Staatstheater und laufe einmal im Jahr einen Halbmarathon. Ich feiere gerne, lach gerne, manchmal stur und manchmal ein bisschen pingelig. Ich bin Finanzwirt und arbeite im Finanzamt in Friedberg. Ich bin verheiratet. Ich filze mit Schafwolle. Ich reise sehr viel, eher der Norden, und ich lese. Romantisches, ja, Herzschmerz. Unser Munde Pilcher gerade. Ja, genau. Ich bin sehr freundlich, ich kann gut zuhören und ordentlich. Pünktlichkeit gehört leider nicht zu meiner Stärke. Das sind unsere Straßenstars, Kerstin, Werner und Marita. In der ersten Runde geht es wie immer um Wissensfragen. Und die erste ist eine Fußballfrage. Deswegen frage ich natürlich Bettina, unsere Fußballexpertin hier im Team. Ich wollte von den dreien wissen, was im Fußball ein Hattrick ist. Weißt du es? Hattrick? Wenn man mehrmals. Beide dir das zuflüstern. Mehrmals, ja. Dreimal. Wenn man dreimal mitspielt. Drei Tore hintereinander schießt. Wer? Ja, wenn ein Spieler drei Tore hintereinander schießt. Am besten ein lupenreiner Hattrick ist ohne Gegentor in einer Halbzeit. Das ist ein lupenreiner Hattrick, ist 3 Tore hintereinander schießen in einer Halbzeit, ohne dass jemand anders dazwischen ein anderes Tor schießt. Aber ansonsten, Hattrick reicht auch, 3 Tore zu schießen. Ja. Wer von den dreien hat das gewusst, dass das ein Hattrick ist, 3 Tore in einem Spiel zu schießen von einem Spieler? Kerstin? Ja, so eine Ziffernfrau. Die mag das. Sie ist Fußballfreundin, höchstwahrscheinlich. Ach, wegen Zahlen, wegen Finanzamt, so mag sie Zahlen? Oder? Ja, sie mag, kann sich, also so, vor allen Dingen beim Finanzamt, wenn man da was sein muss, ist präzise. Also solche Definitionen kennen. Hattrick heißt nur la, 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 dann. Aha, okay. Nur 3 Tore in einer Halbzeit. Ja. Ich habe trotzdem Angst vor ihr, ich sag's gleich. Kerstin ist ja jetzt jemand, wo man sagt, ach komm, ist ja gar nicht so schlimm. Sie ist eine sehr nette Frau, aber sie, das, der Beruf ist das, was uns trennt. Achso, verstehe. Weil ich filze auch leidenschaftlich gern. Und deswegen, wie geht das eigentlich, dieses Pilzen, Filzen? Filzen, wie das genau geht, weiß ich nicht. Aber das ist jetzt auch nicht der Moment. Das wird den Nachmittags im HR-Fernsehen ganz oft erklärt. Wir reden jetzt lieber über Marita. Marita. Ja, Marita. Ja, Marita, kann ich dir sagen, warum? Weil sie mal ein Buch Korrektur gelesen hat, in dem es um Fußball ging. Und da kam das Wort Hattrick andauernd vor. Aha. Und da hat sie natürlich dann mal gefragt, also, was ist das eigentlich? Rausgestrichen. Nee, sie hat sich dann gefragt, was ist das eigentlich? Kommt ständig vor, Hattrick, Hattrick, Hattrick. Und da hat sie es nachgeguckt. Der Werner. Werner baut ja diese U-Boote, diese Modelldinger baut er doch, ne? Hat er ja, gesagt. Mit kleinen Fußballplätzen drin. Ja, warte mal. Ja, und als, er hat ihn für seinen Enkel gebaut, ja, und als das dritte hintereinander in Folge abgesoffen ist, hat der Enkel gesagt, das war ein lupenreiner Hattrick. Okay, 3 Tore, drei Tore durch einen Spieler in einem Spiel, das ist ein Hattrick. Und Werner weiß das, weil ihm das mal mit seinen U-Booten passiert ist, wie Henny glaubt. Was ist denn im Fußball ein Hattrick? Wenn ich ein Eigentor schieße oder was? Ja, ein Hattrick? Wenn ich mich selbst überliste oder irgend sowas. Ein Trick gegen sich selber macht? Ja. Wie geht ein Trick gegen dich selber? Ja, ich sag dann nämlich, da war aber ein Hattrick, da hast du dich selber überlistet oder irgendwas. Eigentor fällt runter, ist vielleicht blöd jetzt, aber... Also irgendwas Dämliches macht irgendwie, ist ein Hattrick. Ja, genau. Alles klar. Gut, Werner. Das war nicht das, was wir hören wollten, aber das werden wir jetzt wahrscheinlich hören von Kerstin. Das glaubt zumindest Jörg und die beiden filzen ja auch, also da ist eine große... gemeinsame Ebene da. Was ist denn im Fußball ein Hattrick? Ich weiß, dass es in Deutschland anders ist wie in anderen Ländern, weil das hat mein Mann mir erklärt. Aha, und da hast du auch schön aufmerksam zugehört. In dem Teil schon, in dem Teil davor nicht so. Und zwar, nee, ach nee, hier, ja, jetzt. Ja. Die müsste 3-mal hintereinander ein Tor geschossen haben. Wer die? Immer die gleiche Person. Ja, und da ist ein Hattrick. Ja, wunderbar. Hat sie richtig zugehört. Super. Bei ihrem Mann. Gut.
Und die Marita hat das beim Korrekturlesen in einem Buch gesehen, immer Hattrick, Hattrick, hat das rausgestrichen und dann aber doch noch mal geguckt. Ich glaube. Was ist im Fußball ein Hattrick? Das ist klar, wenn du mal irgendwie so Ball nach hinten, ne? Die Ball nach hinten, ne? Ja, so. Aber mit der Hacke so ein Hackentrick, oder? Mhm. Ich meine, das ist irgendwie so komisch überkreuzt und dann... Übersteiger und dann den Ball so... Ach, ja. Fußball ist nicht so ganz. Okay, Marita hat viel Spaß, aber das war ein Hackentrick und kein Hattrick. Nicht so ganz. Ein Erwachsener, ein durchschnittlicher Erwachsener, wie viel Liter Blut hat er eigentlich im Körper, Henny? 5 bis 6. Ja, super, genau richtig. 5 bis 6 Liter hat man. Wer von den dreien hat das gewusst? Was glaubt ihr? Der war da vielleicht schon mal bei Gesundheitschecks gewesen und so weiter und hat sich das dann ganz interessiert angehört. Nee, sagst du, Marita? Marita hat auch den Medicus damals Korrektur gelesen. Also und Dracula und der Glas. Die neue Version, ja. Etwas aktualisierte Version, da kam das natürlich mehrmals vor, weil ja auch da Leute dann, wie nannte man das, Schächten oder wie nannte man das, wenn... Schächten? Schächten, wenn Blut abgelaufen ist. Achso, Moment, Schröpfen. Schröpfen, ja. Schächten ist aber Tier. Aber so ähnlich. Ja, schon klar. Genau. Wir haben jetzt das übrigens plus minus 1 Liter nochmal zugelassen. Ne? Also das heißt, wenn jemand 4 bis 7 Liter würden wir durchgehen lassen als richtige Menge. Die Kerstin? Ich glaube, sie spendet Blut. Sie spendet gelegentlich Blut und daher weiß sie es. Weil da kriegt man immer so Informationsunterlagen, wo man das alles durchlesen muss und dann auch was unterschreiben. Und daher weiß sie, dass, wie viel Liter Blut sie im Kopf hat. Aha, okay. Ja, was glaubst du denn? Ja, der Werner ist so eine Art Fremdenführer. Der macht so Walking-Tours in seiner Umgebung. Walking in Mainz? Aber es ist so mehr Horror-Tour. Mainz ist ja, kann ja sehr gruselig sein, nachts Innenstadt. Mit dem Dom und so weiter. Und dann spricht er ganz viel über, das ist so eine Gruseltour. Und ja, wo kommt jetzt die Menge des Blutes in deinem Körper vor? Man muss, wenn man gruselt, muss man auch die Details nennen. Hier sind 5 bis 6 Liter Blut aus dem armen Mönch rausgeflossen, da unten. Also rund um den Dom da in Mainz. Aha. Und der Werner macht genau solche Touren, organisiert er durch Mainz und weiß es deswegen. 5 bis 6 Liter, 4 bis 7 Liter haben wir durchgehen lassen, hat der menschliche Körper an Blut. Wie viel Liter Blut enthält der Körper eines durchschnittlichen Erwachsenen? 7. Wo weißt du es? Schätze ich mal 7 Liter. Ne, stimmt's denn? Ich weiß es nicht. Du weißt es wohl. Nein. Lass mal dich ein bisschen ausquetschen. Also, du glaubst 7? Ich bleib bei 7. Ja, und das haben wir durchgelassen. Das ist richtig. Jawohl. 10 Punkte wieder. So, und die Kerstin, die weiß das auch. Durch diese Broschüren. Wie viel Liter Blut enthält der Körper eines durchschnittlichen Erwachsenen, was schätzen? Liter. Ja, Liter. 38. 38 Liter. Das ist zu viel. Wasser ist ja auch noch drin. 35. Das heißt, wenn man jetzt mal so 5 Liter verliert, ist gar nicht so schlimm. Doch, das schon. Also, schon schlimm. Also man sollte schon über 30 bleiben. Litermäßig. Ja. Ja, das sind so 2 Kästen Bier oder 2 Kästen Bier. Das war uns dann doch ein bisschen zu viel. Wie sieht's aus bei Marita? Annie ist überzeugt, dass Marita das auch weiß, denn sie hat ja den Medikus-Korrektur gelesen und hat da auch irgendwie diese ganzen Spezialinformationen über Schächten und dergleichen mitbekommen. Schreib, ich habe mich versprochen. Wie viel Liter Blut enthält der Körper eines durchschnittlichen Erwachsenen? Jo, 5. Ja? 5 Liter. Wo weißt du das? Uff, das weiß ich einfach irgendwie, glaube ich. Das ist schon wenig, oder? 5 Liter? 5 Milchtüten. Nee, aber es ist wohl so. Mhm. Also ich bleib wohl bei 5 Liter. Danke. Ja, richtig. Ich kann mal durchgehen lassen. Ja, ist auch korrekt. 10 Punkte für Henny. Ja, Pippi Langstrumpf. Hast du gemocht? Gelesen früher, geguckt, Filme? Ja, hab ich ein bisschen genervt. Hast du Angst gehabt vor der Frau, ne? Aber warum soll ich denn vor Pippi Langstrumpf Angst gehabt haben? Ich hätte Angst gehabt vor dem Pferd, was die hatte. Den kleinen Onkel. Wie hieß das Pferd? Wie hieß der Affe? Der Affe Herr Nielsen. Blödmann. Herr Nielsen. Also, weiß nicht, wie der. Aber die eigentliche Frage, die ich an die 3 Straßenstars gestellt habe, war: Wie hießen die Freunde von Pippi Langstrumpf? Ach, die Blonde und Annika der Blonde. Und Annika Peter. Und. Thomas, Annika ist richtig. Tommy. Tommy und Annika, genau. Thomas und Annika, das waren die Freunde von Pippi Langstrumpf. Wer von den dreien hat das gewusst? Marita, jetzt fangen wir bitte nicht an, dass sie auch mal Korrektur gelesen hat, Pippi Langstrumpf. ich glaube, dass sie, dass sie tatsächlich über ihren Zugang zur Literatur, dass sie einfach schon immer gerne gelesen hat, auch wahrscheinlich schon als Kind, als junger Mensch, und dann sich solche Dinge gemerkt hat. Ich glaube, dass das so über einfach ihre Literaturbeflissenheit läuft. Mhm. Auch wer auch gerne liest, ist Kerstin, auch wenn das eher romantische Sachen sind, die sie liest. Und jetzt Pippi Langstrumpf ist ja für Kinder eher Action. Er hat sie als Kind aber natürlich, auch im Fernsehen gesehen. Hat sie aber einer ihrer Lieblingsfilme. Mhm. Werner sagt, er feiert gern. Motto-Party Pippi Langstrumpf seinerzeit. 2008 eher ging als Annika.
Dann hat er alle auf seiner Seite deswegen, mit diesem tollen Kostüm. Der Werner. Hier ist seine Antwort. Ei. Wie heißen die beiden Freunde von Pippi Langstrumpf? Kennst du Pippi Langstrumpf? Oh, ja. Die Frau der Welt. Der Affe und das Pferd da. Also die beiden Freunde, ne? Ich meine nicht die Tiere. Ach so, der Junge und das Mädel da. Verstellt. Nicht? Ist mir entfallen. Es ist weg. Die Festplatte hat da einen Knick. Da. Nee, das hat er noch nicht mehr hinbekommen. Teufel, ja. Ja. Aber die Kerstin, die liest gerne und Tommy fand und auch Pippi Langstrumpf immer toll und weiß. Die Freunde heißen Tommy und Annika. Wie heißen denn die beiden Freunde von Pippi Langstrumpf? Thomas und Annika. Ja. Hast du mal gelesen oder geschaut? Meine Tochter hat einen Namen von der Frau Lindgren. Ach, ehrlich? Ja. Kriegst du den kompletten Namen hin von Pippi Langstrumpf? Pippi, Lotta, Viktualia, Pfefferminza, Rolgardina, Ephraims Tochter Langstrumpf. Wow. Richtig, jawohl. Hey. 10 Punkte. Ich bin begeistert. So, zweifelsohne mag sie Pippi Langstrumpf sehr gerne, ja. Und das wird bei der Marita ganz genauso sein, glaubt Henny, denn... Wie heißen denn die beiden Freunde von Pippi Langstrumpf? Ich sehe sie vor mir, diese recht bürgerlichen Kinder. Die waren dir zu spießig. Nee, ich bin auch nie so ein Dings-Fan gewesen von Pippi Langstrumpf. Auch als meine Kinder klein waren, so Pippi Langstrumpf spielte irgendwie nie so eine große Rolle. Also ich weiß es nicht. Anja? Aber der Junge, ich weiß es nicht. Zumindest bei Annika, Anja war sie nah dran, aber es hat uns dann noch nicht gereicht. Macht nichts. So, wir kommen zur nächsten Runde. Bezahlst du deine Rechnungen immer pünktlich? Wollte ich wissen von den dreien. Also ohne, dass eine Zahlungserinnerung kommt oder eine Mahnung. Wer, glaubt ihr, zahlt immer pünktlich seine Rechnungen? Du sagst, Werner ist einer, der immer pünktlich zahlt? Ich weiß, mach mich jetzt nicht sehr beliebt, aber es ist tatsächlich so, in meinem ganzen Freundeskreis, und wirklich, das ist kein kleiner Freundeskreis, sind immer die, die zu spät zahlen, die auch mir das immer sagen, dass sie Rechnung vergessen haben zu zahlen, immer die Frauen. Das ist wirklich, war kein Quatsch. Aha, statistisch. Okay. Nicht jetzt bös gemeint, kein Chauvinismus. Also eine eigene Erhebung eine in deinem Erhebung, Freundeskreis. Genau, in meinem Freundeskreis sagt, dass Männer ihre Rechnung schneller bezahlen als Frauen. Mhm. Marita, sagst du als Gegenbeispiel, die zahlt schon pünktlich. Marita ist eine ganz, ganz akkurate Frau. Anders als die ganzen anderen unzuverlässigen Biester, die gerade Henny geschildert hat, Marita da ganz anders. Die ist akkurat. Aha. Okay. Du glaubst, es ist auch Werner. Ich glaube, der sitzt, der hat viel Zeit und der ist akkurat. Der hat dann zu Hause das alles so sortiert. Der ist ja für viel. Hat der hat auch Zeit zu tun. Der ist Statist, der baut trotzdem, das Boot. Der hat ganz feste Zeiten, in denen er zu Hause am Schreibtisch sitzt und das alles, nein, ist in der das Werkstatt. Alles sortiert. Okay, dann keiner hat auf sie getippt. Hier ist Kerstins Antwort. Ist sie also nicht pünktlich beim Rechnungsbezahlen? Deine Rechnungen, bezahlst du die immer pünktlich? Was? Als Finanzbeamte fragt er sowas. Nee. Nee? Das ist noch schlimmer. Kann ich einen schwarzen Balken übers Gesicht bekommen, bitte? Wie soll ich euch jetzt nur noch Horst nennen, oder? Ja, nicht schlecht, ja. Da kommt schon mal eine Erinnerung. Auch schon eine Erinnerung, ja. Ja, tatsächlich ist sie diejenige, die nicht so ganz so pünktlich zahlt. Der Werner. Jörg meint zwar, Werner hätte viele andere Dinge zu tun. Der hat anstatt zu tun, der macht, der arbeitet. Aber nichtsdestotrotz sagt ihr beide, er zahlt pünktlich. Ist das so? Deine Rechnungen, Werner, zahlst du die immer pünktlich? Ja. Damit ich aufs Konto ziehen kann. Dann ins Konto verstehe. Okay. Naja. Wartest du denn dann bis zum Zahlungsziel oder sagst du schon, ich zahle das sofort? Oder wartest du, bis eine Zahlungserinnerung kommt? Kann man ja auch machen. Nee, mache ich nicht. Ich zahle das sofort. Er zahlt sofort, jawohl. Und eventuell noch ins Konto gibt's dann, ja. Und auch Marita ist jemand, der ganz akkurat und pünktlich bezahlt, glaubt Jörg. Deine Rechnungen, zahlst du die immer pünktlich? Ja. Ja? Warum war das nicht noch auf so eine Zahlungserinnerung? Nein, erstmal finde ich es nicht in Ordnung, weil das meist, also oft ja wirklich auch hier, sagen wir mal, so kleinere Handwerksbetriebe sind, die brauchen das Geld. Ach, es ist einfach dann, ich muss auch bezahlt werden, ob ich das jetzt 2 Tage später oder nee. Aber du war das nicht bis eine Mahnung oder eine Erinnerung? Nein. Ja, auf sie zahlt pünktlich, jawohl, richtig. Ja. Ich habe die drei gefragt, ob sie den Müll trennen. Wer hat gesagt, jawohl, ich trenne den Müll. Was glaubt ihr? Marita und Werner sind beides Mülltrenner? Ja, der Werner ist da ganz, ganz penibel. Tatsächlich? Ganz penibel. Ja, der hat ganz viele verschiedene Tonnen da stehen und ist da, also wenn da mal einen kleinen Joghurtdeckel aus Versehen im falschen Eimer landet, dann fischt er wieder raus. Ja, dann hat er Albträume. Das hat seine Frau, also war zu Zeiten seiner Frau war das so, da haben die das zusammen gemacht und das führt er natürlich dann jetzt weiter. Du glaubst, Marita ist Marita, es passt so zu ihrem Wesen, ist sehr korrekt und passt auf sowas auf, sieht das wahrscheinlich auch unter Umweltaspekten auch, dass man das machen muss. Mhm. Das würde jetzt mal ein Bild von ihr passen, deswegen macht die das. Ja. Ja, trennst du eigentlich Müll? Also jetzt nochmal so.
Müllrenner? Ja, ich tue das, aber es geht mir immer noch auf die Nerven, muss ich sagen. So ist das, geht das Kerstin auch, da sind wir uns klar ähnlich. Und sie will aber ihren Kindern ein gutes Beispiel sein, weil das ist ja sinnvoll, den Müll zu trennen. Okay, dann schauen wir uns zuerst den Werner an. Ist der tatsächlich so ein ganz akkurater Mülltrenner, wie Bettina sagt? Trennst du zu Hause deinen Müll? Ja. Ja? Aber nee. Nicht... Du weißt, also Bananenschale kommt nicht in den normalen Müll. Bananenschale kommt in den Biomüll. Habe ich nicht. Ich habe einen gelben Sack und habe den normalen Müll. Gut, Altpapier, ja, gut, und Glas auch, ja. Aber ich halte da eh nicht viel von. Kommt dann nachher sowieso alles in die Verbrennung und wird verbrannt. Aber er trennt, ja, er trennt trotzdem, ja. Nicht ganz so penibel, aber er trennt. Tut er ja. Und genauso weiß das auch, das ist wichtig für die Kinder, die Kerstin. Glaubt Jörg. Trennst du Müll? Oh Gott. Was, oh Gott? Nein, ich trenne nicht Müll. Du trennst nicht Müll? Nein, ich trenne es nicht. Du meinst alles in eine Tonne? Doch, halt Papier. Und Glas? Papier? Nö. Glas schon nicht mehr. Das kommt ganz normal in die normale Tonne. Aber das geht doch nicht. Ich weiß. Ist jetzt so kompliziert? Oder? Ah, nee, ich habe da keine Lust drauf. Pure Bequemlichkeit. Schämst dich? Bisschen, ja. Sie trennt nicht den Müll, Jörg. Schade. Okay, dann will es jetzt auch die Marita. Handy sagt auch, Marita ist da doch akkurat und weiß, für die Umwelt ist es besser, man trennt. Trennst du deinen Müll? Ja. Ja? Mhm. Bio und Papier, Glas, wir haben Plastik. Kompost. Mhm. Ja, schön, schön brav. Doof Deutsch. Wir können alles auseinandernehmen. Mhm. Ja, sie trennt das auch. Sie macht das ganz akkurat und richtig. Ich wollte von den dreien wissen, ob sie schon mal im Internet eine Sexseite aufgerufen haben. So eine Pornoseite. www. Wer macht denn sowas? Kerstin. Ja, es gibt so eine spezielle Sexseite für Finanzbeamte. So eine Dating-Seite. Auf den Menschen aus Filz gefilzte Sachen tragen, genau, und dann ausziehen. Ja. Aber nur ganz wenig Filz, ja, halt, an ganz wenigen ganz Stellen. Ganz wenig Filz, genau. Erotikfilz. Ich sag, Werner macht es, und zwar, wenn er dann basteln da mit dem U-Boot und so, wenn er fertig ist mit seinem Modellbau, dann kommt er noch mal nach oben in die Wohnung und dann, bevor er ins Bett geht, guckt er noch mal auf so ein paar Seiten, dann kann er besser schlafen. Oder er wollte auf so eine U-Boot-Seite gehen, die hatte so einen ähnlichen Namen, irgendwie, weißt du, so Yellow Submarine, und dann war es aber irgendwie was ganz Unanständiges. Also mal ganz ehrlich, 33% aller abgerufenen Seiten des Internets in Deutschland sind Sex- und Pornoseiten tatsächlich. 33% aller Abrufe. Ja, also das ist jetzt nicht gar nicht, also alles Männer, natürlich. Deswegen sagst du Marita, Jörg. Weil es am unwahrscheinlichsten ist, beinahe, muss man sagen, dass Marita das wirklich macht. Aber vielleicht war da mal so eine Südamerika-Reise und da ist sie so ein bisschen erotisch aufgeladen zurückgekehrt und hat sich dann gedacht, ja, da werde ich mir noch mal gucken, ob da so ein Chico irgendwo zu sehen ist. Mit wenig an. Mit wenig an. Gucken wir uns mal Jörgs Tipp an, Marita. Und haben denn alle anderen schon gesagt? Alle anderen haben schon gesagt. Werner und Kerstin haben wir da noch. Ja. Oh, okay. Du bleibst bei Marita. Ich bleib wunderbar. Das ist todsicherer Tipp. Natürlich. Hier ist Marita. Hast du schon mal eine Sexseite im Internet aufgerufen? Mm-mm, eigentlich nicht. Ja, eigentlich? Nee, weil ich da wirklich einfach viel zu viel Angst vor den scheiß Viren habe. Oder die Trojaner, die man sich mit der Dinger da einschleppt. Weil, interessieren wird es ja schon mal, oder? Nee, das ist nicht so meine Welt. Ja. Also, du hast Angst, dass dir auch irgendwas auf den Rechner geschoben wird, was du gar nicht hast? Ja, das weiß ich auch von Kollegen, dass die sich so Mist eingefangen haben über so eine Sexseite. Ja, das war leider bei ihr dann doch nicht sie so mit der. Sie hat angefangen, sich zu kratzen, weil Frau Igel. Todsicherer Tipp. Verlegenheit. So, der Werner, der macht das abends, wenn er sein U-Boot fertig gebaut hat, bevor er ins Bett geht, sagt dann noch mal kurz gucken, was auf der Welt so los war. Das ist ein bisschen Romantik. Träumt er gut davon. Sind die doch immer alle nackt, das gibt's doch gar nicht. Ja. Okay. Hast du schon mal eine Sexseite im Internet aufgerufen? Ja. Warum? Um mal zu gucken. Ja, die haben mir da noch Ärger gemacht, die Programme. Einmal kam eine Meldung, ihr Computer ist gesperrt. Aber zum Glück habe ich einen guten Bekannten beim LKA, der hat mir das wieder gerichtet. Hast du dem erzählt, wie das passiert ist? Im Porno geguckt. Kerstin, die geht auf die Finanzamtsmitarbeiter-Filz-Pornoseite. Genau. Oh, Kenny. Hast du schon mal eine Sexseite im Internet aufgerufen? Nee. Nee, wieso nicht? Da habe ich viel zu viel Angst vor. Wieso hast du Angst vor? Weil dass du da Sachen siehst, die dich so verrückt machen. Das kann man alles machen. Da wird mir verfolgt. Aber was, komm. Nee. Ich meine, du guckst auch so harte Filme wie Rosamunde Pilcher. Nee, überhaupt noch. Interessiert dich nicht, also. Nee, dann doch nicht, Henny. War sie doch nicht auf so einer Seite. So, dann hat sich doch jetzt jemand abgesetzt. Wir haben Henny und Jörg mit jeweils 30 Punkten. Und jetzt führt Bettina mit 40 Punkten. Ja, die Sexseite im Internet.
So, und bevor Sie gleich schlafen gehen, besuchen Sie doch nicht eine Sexseite, sondern besuchen Sie doch einfach mal die Straßenstars-Seite im Internet, straßenstars.de, und da können Sie sich einfach mal selbst vorschlagen als Straßenstar. Dann spielen Sie mal hier bei uns mit, wir kommen zu Ihnen in die Nähe, wir führen gemeinsam ein Gespräch und dann werden Sie hier von unserem Rateteam eingeschätzt. Das Ganze geht unter straßenstars.de, da können Sie auch jemanden vorschlagen, von dem Sie glauben, er wäre ein guter Straßenstar. Dein Straßenstar, jetzt gibt es doppelte Punkte, jeweils 20 Punkte für jede richtige Antwort. Und ihr könnt euch einen Straßenstar aussuchen. Jörg, magst du zuerst jemanden aussuchen, wen glaubst du gut einschätzen zu können? Ich habe eine Schwäche für Kerstin. Du hast eine Schwäche für Kerstin? Handy spielt mit Marita und dann spielst du mit Werner? Nämlich den Werner, genau. Ja, wunderbar. Kerstin habe ich gefragt, wer Lolek und Bolek sind. Oder Lolek und Bolek. Tschechische Kinderserie. Ja, was für eine Kinderserie? Ist das Zeichentrick? Das war Zeichentrick und es war nicht tschechisch, sondern es war polnisch. 150 Folgen gab es da, liefen von 1954 bis 1985. Also schon eine ganze Ecke her. Ich kenne die. Ja, die sind toll. Also ich bin mit denen aufgewachsen. Ja. Weiß Kerstin denn das auch, dass das Zeichentrickfiguren sind? Ja, weil sie ist jünger. Das ist das Ding. Mhm. Trotzdem, es ist eine sehr niedliche Zeichentrickserie. Sie kennt das, sage ich mal. Mhm. Wer sind Lolek und Bolek? Das sind die zwei Hamster von meiner Kollegin. Du glaubst, dass ich nach den Hamstern deiner Kollegin frage? Ich weiß auch nicht, finde ich jetzt auch fantastisch. Das sind irgendwelche erfundenen Figuren. Wo kommen die denn her? Tschechien oder so. Das sind so Zeichentrickfiguren. Irgendwie habe ich jetzt so vor mir, dass einer einen Stock in der Hand hat und einer einen Hut. Und ich nehme die gezeichneten Menschen aus Tschechien. Ja, die gezeichneten Menschen, das hat gestimmt und das sind 20 Punkte. Aus Polen kommen sie. Wer oder was ist Moulin Rouge, wollte ich von Marita wissen. Das ist natürlich ein... Also es gibt einen Film, aber ja. Varieté. Genau. Ja, also der Film ist ja nach dem Varieté, genau. Genau, ein Varieté in Paris. In Paris. Die Rote Mühle. Genau. Kennt das auch Marita? Ja, das kennt die. Das ist ja auch tatsächlich wieder Literatur und sowas. Gibt es ja auch mit Sicherheit auch diverse Bücher, wo das vorkommt oder Spielort ist und so weiter. Und das ist so ein bisschen so Allgemeinwissen und die hat was drauf, das weiß die. Ja, würde ich auch sagen. Wer oder was ist ein Moulin Rouge? Das ist ein Club in Paris. Was passiert da? Ja, tanzen, Cancan. Da sind wirklich sehr gute Tänzerinnen, so in etwas leichteren Klamotten. Ah, nackig. Nicht ganz. Das ist irgendwie in Paris und da tanzen Frauen. Ja. Ja, das haben wir schon durchgehen lassen, richtig. 20 Punkte für Annie. Von Werner wollte ich wissen, wer noch mal Wilhelm Vogt war. Oh, wer war noch mal Wilhelm Vogt? Kriegt ihr es hin? Hauptmann von Köpenick? Der Hauptmann von Köpenick, genau, das war Wilhelm Vogt. Aber wie, das weiß man, wenn man den Film gesehen hat? Buch und wenn man das Buch gelesen hat. Theaterstück, kannst du Schule, mal sagen, Theaterstück eigentlich ursprünglich gewesen, Buch gibt es. Ach nee, er ist ja Statist am Theater, er interessiert sich für sowas, er weiß es. Wer war denn Wilhelm Vogt? Wilhelm Bauer hat das U-Boot erfunden. Manchmal habe ich Tages-Alzheimer, weißt du, dann fällt mir das nicht heute ein. Ist es soweit, oder? Ja, der hat aber auch nichts mit dem Tell zu tun, das war ein anderer Vogt. Ne? Ah! Das war der Hauptmann von Köpenick. Wer? Das war doch ein Schuster und der hieß Wilhelm Vogt. Ja, richtig. 20 Punkte. Die Kerstin, bestellt die auch mal was aus dem Internet? Ja. Ja, was also, bestellt sie dann da? Ja, Klamotten, Fitnessgeräte. Filzmaterialien natürlich. Ah, Filzzubehör, ja. Also alles, weil sie arbeitet, sie hat die Kinder, das ist einfach. Ja. Zu Weihnachten Geschenke. Auch Bücher. Bücher. Also sie kauft eigentlich nur noch im Internet ein, offensichtlich. Fast alles, ja, genau, richtig. Ja. Also es ist einfach so ein Kommen und Gehen bei ihr, fahren ständig LKWs vor und wieder ab. Sie hat mittlerweile eine Laderampe am Haus angebaut, mit Gabelstaplern, ja, die da genau rumfahren. So wie du es beschreibst, so ungefähr ist es, ja. Bestellst du aus dem Internet? Ja. Bestellst du da so? Gott, alles. Das Letzte, was ich bestellt habe, war ein Fahnenmast für meinen Mann zum Hochzeitstag. Er wollte zum Hochzeitstag einen Fahnenmast? Er wollte ihn eigentlich schon zum Geburtstag haben. Hast du dir geschenkt ein Signalhorn oder was? So? Nee. Was hängt an dem Fahnenmast? Ja, die Eintracht-Fahne. Ach so. Dann ist es gut. Jawohl, die bestellt im Internet sogar Fahnenmaste. Ein Fahnenmast. Die Marita hat die Briefmarken zu Hause. Ich meine jetzt keine Briefmarkensammlung, sondern hat sie so Briefmarken auf Vorrat. Ja. Ja, falls man einen Brief schreibt, dass man nicht wieder zur Post rennen muss oder einen Automaten, dass man einfach, die hat man dann da. Ja? Ja. Aber schreibt ihr nicht eher E-Mails und so, Marita? Ist sie dann nicht jetzt eher... Also ich schreibe jetzt auch jede Menge E-Mails und habe trotzdem auch mal Briefmarken zu Hause. Das eine schließt das andere nicht komplett aus. Hat man das zu Hause, Briefmarken, findest du? Das hat man so, ja. Hast du Briefmarken zu Hause? Nein.
Nee, also ich meine, es ist nicht keine Sammlung, sondern Briefmarken, um mit so Briefe wegzuschicken. Ja, zwei Stück für einen normalen Brief. Hast du meistens auch Briefmarken zu Hause? Ist es jetzt eher so die zwei, ich habe immer so, früher gab es so Blöcke, wo immer. Hefte, genau. Genau, das hatte ich, das gibt es momentan bei uns auf der Post scheinbar nicht mehr, aber da habe ich halt zwei, wenn mal ein Brief wegzuschicken ist. Ja, sie hat Briefmarken zu Hause, um mal einen Brief wegzuschicken. Ja. Hat Werner Stofftaschentücher? Vielleicht auch mal nur, um Schweiß abzutupfen oder sagt er, ach nee. Ziel her würde ich es ihm zutrauen, aber wer bügelt die? Obwohl, er kann das natürlich. Wie lange ist er verwitwet? Ja, das weiß ich nicht mehr. Zusammen. Ach, er hat aber hat er wieder, ja. Ach so, das hatte ich gar nicht mitgekriegt. Ja, dann ja. Dann ja. Ob man eine Büglerin hat. Also das war, jetzt, das war entscheidend, ob deine Büglerin... Ich glaube, wenn er alleine leben würde, hätte er keine... hätte er keine Lust, wäre ihm das zu lästig, das immer alleine zu bügeln. Aber er findet das schön. Er hat ja auch diesen Hut und ist sehr gepflegt, sieht man ja auch dieses Hemd und so. Also er mag das. Ist irgendwie ist so ein bisschen klasse, finde er das. Hast du Stofftaschentücher, Werner? Ja, nur. Nur, ja, wo denn? Ah ja, sehr gut. Taschentuch, Feuerzeug und Messer. Immer dabei. Ich habe schon oft gebraucht. Da ist ja eine Hebamme dran, ne? Wo ist eine Hebamme dran? An der Messer. Ein Korkenzieher. Ja. Siehst du? Anna, das ist gut. So, wir sind bei unserer Entscheidungsrunde. Vorher noch mal der Punktestand. Das ist richtig gut gelaufen mit euren Straßenstars. Ja. Wir haben Henny und Jörg beide mit 70 Punkten. Und Bettina führt weiterhin mit 80 Punkten. Ja. Und wir hatten wieder mal unseren grünen Eimer im Einsatz. Ich habe den Straßenstars angeboten, dass ich diesen Eimer über Ihnen ausleere. Dafür bekommen Sie 10 Euro, wenn ich das machen darf. Natürlich wussten Sie nicht, was in dem Eimer drin ist. Euch kann ich sagen, es waren einfach nur Wattebäuschen drin. Mhm. Ich habe Ihnen auch noch die Augen verbunden. Das heißt, wenn die ersten zwei Wattebäuschen runtergefallen sind, musstest du die Nerven behalten und nicht wegrennen, weil du hättest dann denken können, es sind Spinnen oder sowas. Also ist euer Straßenstar auch sitzen geblieben? Nachdem die ersten Wattebäuschen auf ihn niederprasselten. Und Kerstin sagt, Kerstin doch, ja, ist eine mutige Frau, weg, die sich gegen den Druck, der von dir ausgehen wird, wehrt und sagt, nein, das ist Quatsch, ich mach's nicht, weil das ist ja der Psychoeimer. Auch Marita, sagst du, mach das nicht. Henny? Nee. Also ich glaube, Werner macht es, weil eigentlich ist er ja so sehr adrett und sauber und gepflegt. Ja, guck mal, mit dem Hut und hier wird er angezogen. Ja, also das ist ihm schon ein bisschen, wenn es jetzt grüne Farbe wäre oder so, fände er schon ein bisschen blöd. Ja, das weiß er ja nicht, dass er keine grüne Farbe hat. Ja, eben, ich sage ja, das geht in seinem Kopf gerade vor, das beschreibe ich ja gerade, wie er hin und her überlegt. Also er denkt, wenn es grüne Farbe ist oder Kakao, dann wäre es eben blöd, weil dann bin ich ja total hinüber. Aber andererseits ist er ein lustiger Kerl, der hat einen guten Humor und der kommt, wenn ich jetzt hier schon mal sitze, also... Ja. Dann mache ich das auch mit, das Spiel. Kerstin macht es jetzt überraschenderweise Ich glaube, es war so, dass als sie zu der Verabredung mit dir ging, hat ihr Mann noch mal auf den Fahnenmast gezeigt und hat gesagt, Kerstin, bring keine Schande über diese Fahne. Und unser Familien-Eintracht-Fahne. Und wenn diese Mutprobe ist, es kann nicht so schlimm werden, mach's einfach. Okay, dann schauen wir uns zuerst Marita an. Tipp von Henny. Henny sagt, das mit dem Eimer hat Marita nicht gemacht. Ich würde gerne unseren grünen Eimer, den ich jetzt hier bei mir habe, über dir ausleeren. Boah. Was? Nee. Das wird mir aber sehr viel Spaß machen, Marita. Ja, ich glaube mir nicht. Ist ja auch leer. Wir hatten ja auch schon manchmal leer. Vielleicht sind aber auch wieder Würmer drin. Ja, nee, um Gottes Willen. Da würde ich, glaube ich, sterben. Ja? Ja, nee. Mm-mm. Okay. Wie? Game over. Sie hat es nicht gemacht, genauso wie gesagt, das Henny. 70 Punkte. Gesetzt. 140 Punkte. Also die Kerstin war sich eigentlich gar nicht sicher, aber der Druck ihres Mannes, der führt dazu, dass sie das sowohl ja sagt, als auch sitzen bleibt. Total. Mhm. Ich habe hier unseren grünen Eimer. Der ist gefüllt mit etwas. Das möchte ich über dir ausschütten. Nee. Was? Nein. Wieso nicht? Auf gar keinen Fall. Das könnte nur einfach so Wattebäuschen sein. Ja, sicher. Nee. Was glaubst du denn, was da drin ist? Das wird schon irgendwas sein, was nicht gerade angenehm ist. Also, möchtest du nicht? Nee. Oh, schade. Ja, hat sie doch Schande über die Fahne gebracht. Aber wie, ja. Okay, jetzt fehlt uns noch der Werner. Und der Werner, der ist für so einen Spaß zu haben. Wenn er schon mal da ist, dann macht er auch mit. Ich glaube, Bettina. Ich habe unseren grünen Eimer da. Und diesen grünen Eimer möchte ich gern über dir ausschütten. Ja, aber Werner hat das überhaupt keine besonderen Reaktionen hervorgerufen. Er hat es getan. Alle Punkte gesetzt von Bettina Tietjen. 160 Punkte. Unsere Gewinnerin, Bettina Tietjen, vor Henny Nachtsheim und Jörg Thaddäus. Das war Straßenstars. Dankeschön, Kerstin, Werner und Marita fürs Mitspielen. Danke Ihnen fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bettina Tietjen. Ich freue mich so. Ich freue mich so, dass du hier bist.